20. November. So gut wie im Oktober sah es auf dem Arbeitsmarkt in unserer Region schon lange nicht mehr aus. In Mönchengladbach lag die Quote erstmals seit 15 Jahren wieder unter 10%. Mit dazu beigetragen hat unter anderem eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich Volksverein nennt. Sie kümmert sich besonders um Menschen, die schon seit einigen Jahren versuchen, wieder ins Berufsleben einzusteigen, indem sie ihnen quasi ein Sprungbrett bietet, eine befristete Beschäftigung im eigenen Verein. Sandra Jacobs arbeitet in der hauseigenen Rapsölproduktion. Ihr Job? Öl in Flaschen füllen. Eigentlich keine so große Sache, aber eine Aufgabe, die sie zufrieden macht. Denn endlich mal wieder hat sie das Gefühl, ich werde gebraucht. Vor einem Jahr habe ich wirklich den ganzen Tag zu Hause verbracht, war Fernseher am Gucken, habe mich gehen lassen. Und jetzt, ich stehe morgens auf voller Freude, egal ob ich müde bin oder sonst was. Ich stehe voller Vorfreude auf, freue mich drauf, dass ich wirklich meine 4-5 Stunden hier bin, meine Arbeit erledigen kann und... Klar freut man sich auch dann auch zu Hause, aber man weiß, was man getan hat. 14 Stunden pro Woche ist sie hier und das passt. Sie ist 32, alleinerziehend und versucht in kleinen Schritten ins Berufsleben zu kommen. Mit 17 hat sie eine Ausbildung als Malerin abgebrochen. Also es sind jetzt 15 Jahre, wo ich nicht wirklich Fuß fassen konnte. Hinzu kamen meine Kinder, dann kam halt meine Psyche. Ich habe halt schwere psychische Probleme gehabt. Habe mich wieder in den Alltag zurückgekämpft und halt immer wieder versucht, Fuß zu fassen, was sehr schwierig war. Weil wenn man alleinerziehend ist und ja, es klappt halt nicht immer. Der Volksverein bietet noch viele andere Jobs. Im Second-Hand-Lager etwa sortieren die Mitarbeiter Sachen, die später verkauft werden sollen. Beate Dwornik war 6 Jahre arbeitslos. Jetzt kommt sie ohne Hartz IV aus, ihre Stelle ist befristet, aber sie hofft, dass es danach weitergeht. Es wird ja dann auch hier geguckt, dass ich dann weiter in Arbeit komme. Also der Volksverein hilft auch dann, ne, wenn man hier nicht mehr, also ne, wenn der Vertrag ausgelaufen ist, dass man trotzdem in eine andere Stelle kommt, in eine feste Stelle. Sie und Sandra Jacobs machen hier mehr als einfach nur ein Praktikum. Die Sozialarbeiter vom Volksverein helfen bei Bewerbungen und auch bei persönlichen Problemen. Aber der Job von Sandra Jacobs ist befristet. Doch anders als früher traut sie sich jetzt zu, etwas Neues zu finden. Ich gehe glücklicher durch die Welt. Also ich gehe mit Freude, ich gucke mich mehr um, ich sehe alles besser. Früher war das wirklich, ich hatte diesen Tunnelblick und habe nur dran gedacht, oh Gott, du kommst aus diesem Loch niemals mehr raus. Und es geht steil bergauf. Eine Stelle in der Saftproduktion zum Beispiel, könnte sie sich vorstellen. Nach 15 Jahren ohne Job soll es endlich vorangehen. Und ich freue mich, dass der Geschäftsführer des Vereins jetzt bei mir ist, Hermann Josef Krohn. Schön, dass Sie da sind. Sie setzen sich schon seit über 30 Jahren dafür ein, dass eben Menschen wie Frau Jacobs eine neue Chance kriegen. Wenn Sie das jetzt so sehen, wie sie aufblüht, macht Sie das auch ein bisschen stolz? Ja, das bestätigt eigentlich so sozusagen unsere Grundannahme, dass in vielen Leuten einfach noch Talente schlummern, die verborgen sind, wo es eben einfach Probleme gegeben hat im Lebenslauf und die jetzt mit Unterstützung dann eben auch wieder befähigt werden, ich sag mal, auf den Arbeitsmarkt sich zuzubewegen. Bei wie vielen Menschen schaffen Sie das denn, die wieder langfristig wirklich in einen Job zu kriegen? Also wir haben in den letzten 3 Jahren, das hängt sicher auch mit der guten wirtschaftlichen Entwicklung zusammen, etwa 30% bis 34% der Teilnehmer, die im Laufe eines Jahres ausgeschieden sind aus Maßnahmen, in den regelmäßigen Arbeitsmarkt vermitteln können. 34%, das ist schon viel. Viele Menschen werden durch Mundpropaganda auf sie aufmerksam oder werden vom Jobcenter auch vermittelt. Man hat ja gerade gemerkt, dass Arbeit eben auch Wertschätzung bedeutet, ja, dass das wichtig ist, man wird gebraucht. Aber es steckt ja noch viel mehr dahinter. Was brauchen Menschen, die wirklich so lange nicht mehr im Job waren? Was muss man denen mitgeben? Ja, erstmal brauchen sie einen gewissen Raum, sozusagen neu zu experimentieren und sich auszuprobieren in vielleicht auch verschiedenen Arbeitsfeldern. Das klappt ja nicht immer direkt sozusagen in dem einen Bereich, wie jetzt Rapsöl oder im Bereich Kleidersortierung, sondern kommt auch schon mal Hauswirtschaft oder andere Bereiche, die wir eben auch mit anbieten, wo es einfach auch dann für den einen oder anderen leichter ist, dann auch ein geeignetes Feld zu finden, wo er dann auch für sich Möglichkeiten sieht, sich dann auch sozusagen weiterzuentwickeln. Mhm. Und diese Breite von Angebot trägt halt mit dazu bei, sozusagen die Grundoption immer wieder zu sehen und zu praktizieren. Menschen brauchen Teilhabe und das können wir eben durch
solche Angebote eben auch ein Stück weit realisieren. Und geben Sie dann auch Tipps, zum Beispiel, wenn Sie die Menschen dann länger beobachtet haben, zu sagen, das könnte zu dir passen oder dieser Beruf wäre vielleicht was für dich? Also wir machen regelmäßig zum Beispiel ein Jobcafé oder es wird eben gibt Bewerbungsgespräche. Wir haben so Grundbegriffe, bilden, arbeiten, begegnen, beraten. Und die Arbeit ist sozusagen der Katalysator, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, um darüber eben der Bildungsprozesse anzuleiern. Wir haben eben bestimmte Treffpunkte oder Freizeitangebote und eben die Beratungsangebote, sodass sozusagen der ganzheitliche Mensch eben als Person eben im Blick oder im Vordergrund ist und nicht eben sozusagen jetzt eine Teilqualifikation, die dann irgendwie gerade getrainiert werden soll. Eine sehr ehrenvolle Aufgabe, die Sie da übernehmen als Verein. Sie sind auch auf Spenden angewiesen, das darf auch ruhig noch mal gesagt sein, aber Sie werden eben auch mit Mitteln unterstützt. Vielen Dank.